Dieses Video wird Ihnen präsentiert von MyWorld Austria, offizieller Premium-Partner des SK Rapid. Wie kann man sich so einen Quarantänetag jetzt bei dir vorstellen? Wie läuft der ab? Aufstehen, so gegen 8:30, 9:00. Ohne Kind ist easy, gell? Ohne Kind ist easy. Dann frühstücken, mit dem Hund spazieren gehen, dann nochmal laufen gehen, eine Einheit machen, ein paar Übungen. Ja, dann läuft schon so gegen 13 Uhr das erste Mal die PlayStation an. Ein bisschen zocken, dann was essen, nochmal mit dem Hund spazieren gehen, am Abend fernschauen und dann ein bisschen in die Nacht reinspielen. Das war's eigentlich. Du lebst mit deiner Freundin wahrscheinlich zusammen, oder? Ja. Muss sie arbeiten? Hat sie Homeoffice? Ist sie? Nein, studiert. Okay. Veterinär. Und die Uni haben sie jetzt auch zugemacht. Also die hat jetzt auch momentan nichts zu tun. Okay. Wie geht so 24/7? Ungewohnt, weil ich ja doch so viel unterwegs bin. Das ist ja ungewohnt, dass ich jetzt einmal über einen Monat zu Hause bin. Das kommt ja eigentlich nie vor. Aber es läuft gut. Also es gibt keine Probleme. Sie kocht, ich chill. PlayStation und Kopfhörer und dann ist man aus dem Schneider. Ganz genau. okay, gut. Wegen deinem geilen Haarschnitt, was hat denn das auf sich? Ja, da muss ich mich bei dir bedanken. Instagram-Nominierung bin ich natürlich nachgegangen. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch noch, ob ich es machen soll oder nicht. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, muss ich machen. Hat die Freundin was mitgesprochen oder war gesegnet von ihr? Am Anfang war es auch so, na, darf ich nicht machen, aber dann hat sie gesagt, komm her, sie hat es dann auch erledigt, also es passt schon. Meine hat einen Murz an Spaß gehabt, meine hat mir so quasi gedrängt dazu, dass ich's mach. Ich wollte es erst nicht und sie hat dann die ganze Zeit gesagt, ja, du hast es bei eBay schon gehabt, komm, mach's nochmal, das passt da super und du, gib weg. Die wollte mich unbedingt rasieren, keine Ahnung, warum oder wieso, weshalb, aber ich das... Ja, wir haben damals bei Bern, wie wir Meister geworden sind, haben wir uns alle die Haare blond gefärbt. Fürs letzte Saisonspiel. Und da kurz davor habe ich es mir abrasiert, weil ich mir gedacht habe, wenn, dann schaut es ein bisschen besser aus und wenn es rauswächst, dann ist es relativ schnell draußen, dann ist es halbwegs okay. Da habe ich so ein bisschen ausgeschaut wie der Scooter, so ganz kurz und blond. Das war der HP Baxter, das war okay. Hat echt nicht so schlecht ausgeschaut, muss ich sagen. Aber du hast ja gleich in von dir ein paar Kollegen, glaube ich, markiert, was ich gesehen habe, und die haben es dann gleich durchgezogen, gell? Ja, zwei haben es gemacht, ja. Also das war schon ganz gut von denen. Ich warte noch immer auf einen von Adidas. Der hat sich noch immer Daniel Kolliger auf dem Weg, gell, bitte noch rasieren. Der sagt immer noch, der hat die Ausrede gehabt mit seiner Hochzeit. Die lasse ich jetzt nicht mehr gelten, weil er hat schon verschoben, also von dem her. Nein, da muss er durch jetzt, da muss er durch. Ja, wie geht's dir so in der Quarantäne? Alles okay, also ein bisschen zart wird es jetzt schon. Jetzt wird es echt schon Zeit, dass ich zurück am Platz komme. Aber... ja, ich glaube, morgen oder so, also am Dienstag, kommt irgendwie so eine Liste raus mit Sportlern, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und ja, da bist der Dominik und ich oben und ich hoffe, dass wir da jetzt bald eine Erlaubnis kriegen, dass wir zurück am Platz können. Okay, das heißt, bis jetzt ist einfach nur selber fit halten? Ja, ein bisschen laufen, mit dem Hund raus, das war's eigentlich. Kriegst du ein Programm von irgendjemandem oder ist wirklich frei von dir, was du brauchst? Nein, jetzt noch nicht. Also ich habe mit meinem Konditrainer gesprochen, der hat gesagt, ja, jetzt braucht man noch nicht wirklich speziell was machen, weil es eh noch so lang ist bis zum Turnier. Man weiß ja noch gar nicht jetzt, ob es im Juli startet oder nicht. Mhm. Und das soll ich jetzt mich auch mal so ein bisschen fit halten, laufen, ein paar Übungen machen. Und ja, sobald wir dann wissen, wann es wirklich losgeht, dann stellen wir uns einen guten Plan zusammen und dann wird darauf hingearbeitet. Okay. Wie ist das bei euch? Ja, wir haben auch so eigentlich einen Fitnessplan gekriegt von unserem Fitnesstrainer. Gewisse Sachen sind halt einfach Läufe, was du allein machen musst. Und dann hat er halt so Videos geschickt. Manchmal, wo er vormacht, da hupfen wir dann alle nach seinem Video. Und am Mittwoch treffen wir uns immer um 10 Uhr bei Zoom. Da machen wir so einen großen Zoom-Call, da Mikrofone aus und er bespricht und er sagt. Und da machen wir dann so 45 bis eine Stunde ungefähr gemeinsam. Aber ich sehe das jetzt Ganze auch nicht so skeptisch irgendwie. Also, weil in den Sommerferien oder in den Winterferien tue ich auch nur laufen und mache meine Übungen. Und dann kommst du halt zurück und dann hast du halt noch eine Vorphase, bis das Fußball halt wieder losgeht. Und das ist das, also ich glaube jetzt körperlich verliere ich jetzt nicht so viel, eher das Fußballerische. Wenn du das jetzt
weg hast, 4, 5, 6 Wochen, und sie sagen, du musst dann innerhalb von 1 oder 2 Wochen wieder auf dem Platz stehen und Meisterschaft spielen, ich glaube, dass das schwierig ist. Das Körperliche, glaube ich, ist nicht das Problem. Weil in Deutschland zum Beispiel haben sie jedes Jahr im Sommer 6 Wochen Pause. Das heißt, die verlieren da auch nicht so viel Kondition. Das Konditionelle, glaube ich, ist nicht das Problem. Ich glaube eher diese Abläufe und so. Und da bin ich gespannt, wie es jetzt abgeht. Ich glaube auch bei diesen Maßnahmen da heute haben sie gesagt, bis Ende Juni ohne Zuschauer ist schon sicher. Also keine Ahnung, was das für Auswirkungen auf die Bundesliga hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, bin gespannt. Hoffentlich ist das bald aus, ne? Ja, aber bei euch ist ja extrem verschoben worden, was ich bis jetzt schon gelesen habe, oder? Wimbledon komplett abgesagt. Ja, jetzt ist mal 12. Juli angedacht, also der Montag nach Wimbledon-Finale eigentlich. Aber ja, man weiß halt auch nicht. Dann wären in Europa eigentlich im Juli nur 3 Turniere, also 3 Wochen, wo Turniere sind, und dann geht es schon nach Amerika. Und da weiß man halt auch nicht, weißt du, in Amerika ist jetzt erst ausgebrochen. Und Ende August sind die US Open. Dort auf der Anlage haben sie so eine Art Krankenhaus eingerichtet. Auf der Anlage, also ja, schwierig zum sagen, ja, ob das was wird. Vielleicht kann man vielleicht nur in Europa spielen, aber dann ist halt das Problem mit den ganzen auf der Welt. Wie kommen die nach Europa, wenn die nicht einreisen oder ausreisen dürfen, weißt? Also ich glaube, dass erst im September losgehen wird. Ja, wichtig wäre halt wenigstens schon mal, wenn es wenigstens auf dem Platz könntest. Ich meine, du bist der Einzelsportler, da ist jetzt nicht so der Kontakt. Da, klar, du hast ein Trainerteam wahrscheinlich, das aus ein paar Leuten besteht, aber sonst kommst du nicht mit so viel in Kontakt. Das stimmt, ja. Vor allem die Trainer, die sind ja auch nicht die ganze Zeit neben mir. Ich spiele ja und dann reden wir ja auch über 5, 6 Meter Abstand bei den Übungen und so. Und ja, ich hoffe, dass wir da jetzt endlich eine Genehmigung kriegen, weil ein bisschen Tennis spielen wird schon wieder mal gut tun. Das glaube ich. Das ist ja bei uns eher so, glaube ich, das Schwierigere, weil du halt auch viel mehr bist und auf einem engen Raum. Und ich glaube, dass die Bundesliga am meisten Angst vor dem hat, wenn ein Spieler sich irgendwie infiziert bei irgendeinem Match, dann musst du, was die 2 Wochen rückwirkend, wer hat gegen wen wie gespielt, und dann hast du auf einmal 6, 7, 8 Kreuzpartien. Und ich glaube, dass das Schlimmere ist. Aber in Deutschland machen es jetzt ja schon viele, dass so halb-halb trainieren, weißt du, in so kleinen Gruppen. Das wäre vielleicht einmal ein Anfang, aber es kann das Ganze ja nicht ersetzen. Nein, überhaupt nicht. Aber was ist, wenn man, weiß nicht, bei euch, bei den Fußballern einfach bei der ganzen Mannschaft einen Test macht und wenn der negativ ist, dass man dann einfach anfängt zum Trainieren und dann 2 Wochen später nochmal einen Test macht und dann einfach schaut, wenn da alle negativ sind, dann kann man doch normal trainieren, oder? Müsstest du eh machen. Ich meine, sicher, du kommst ja trotzdem mit anderen Menschen auch noch ein bisschen in Kontakt beim Einkaufen oder Post oder Apotheke, keine Ahnung, mit deiner Freundin, die muss vielleicht arbeiten gehen oder irgendwie so. Also du kannst das eh nicht ganz verhindern, aber irgendwie da eine Lösung müssen sie finden, weil es geht, glaube ich, schon um sehr viel bei den Vereinen halt, bei uns im Verein auch um extrem viel. Ist halt das Ungewisse, ist halt einfach das Problem halt einfach. Wie gesagt, in den Sommerferien, Winterferien weiß ich, okay, 3 Wochen kein Fußball, halte mich fit. Aber jetzt weißt du halt nicht, wie lang, das ist halt das Schwierige. Ich meine, verlernen werden wir unser Sportart jetzt, glaube ich, nicht, aber. Sicher nicht, ne? Es wäre halt super, wenn wir bald wieder starten könnten. Das stimmt. Vor allem zum Zuschauen auch, also für mich ist halt, weil ich schaue extrem gern Fußball, auch ganzes Wochenende verfolge ich alle Matches. Da denke ich mal jetzt immer am Wochenende, boah, das gibt's ja nicht, 15:30, 17 Uhr, wo sind die Spiele, weißt du? Das ist schon komisch. Hast du davor, bevor der Corona-Pause war, Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesehen, zufällig? Also im Fernsehen, aber dafür ohne Zuschauer? Ja, Champions League, oder? War doch irgendwas. Ja. Bayern, glaube ich, oder? Bayern-Chelsea, glaube ich, war. Profe zum Anschauen, also das hat ja... Naja, das reizt überhaupt nicht. Paris, Dortmund in Paris, normalerweise, genau, keine Ahnung, 70.000 oder was auch immer. Ja. Oder Juve gegen Inter in der Meisterschaft, das war einfach leer, das Stadion, das macht da irgendwie keinen Spaß. Also, das ist schwer zum Vorstellen, vor allem, wenn du dann nur das Fußballspiel siehst, da kannst du ja gleich, ist so, wie wenn du lautlos schaust. Also eigentlich wertlos. Ohne Emotionen, Katastrophe. Ja. Keine Stimmung vor den Fans, hörst keinen Reinschreien und so. Also so ein bisschen halt bekommst du ja was mit im Fernsehen, aber das ist schon so sehr komisch. Aber das wäre ja, ist egal, wenn du das jetzt andere Sportarten machst, wenn du das jetzt im Tennis machst, dann
steht jetzt ein Schiedsrichter und dann spielst du 1 gegen 1 bei irgendeinem großen Turnier, das kann man ja auch schwer machen, oder? Weil die Turniere bei euch, die werden wahrscheinlich vermarkten sie mit Tickets oder keine Ahnung mit was, kannst du ja nicht ohne Zuschauer spielen. Oder ist das irgendwie mal angedacht worden? Nein, ich glaube, das Problem ist, die kleineren Turniere, die leben ja von den Zuschauereinnahmen. Die großen Turniere, die Grand Slams, die haben unendlich Geld. Denen ist das wurscht, ob da jetzt in der Woche 500.000 kommen oder 10 Leute. Aber es geht halt einfach um die kleinen Turniere, weil die vermarkten das halt dort so in der Region und die rechnen halt immer mit vielen Zuschauern, zum Beispiel wie Kitzbühel oder so. Wenn du da jetzt ohne Zuschauer spielst, brauchst du halt schon so viele Sponsoren und die steigen dann halt auch nicht drauf ein, wenn die sagen, ja, okay, keine Zuschauer, keine nicht wirkliche Werbung, vielleicht im Fernsehen, okay, aber dann ist das für die auch nicht so lukrativ, weißt? Das ist halt schon schwer vorstellbar. Ist das jetzt noch nicht irgendwie so angedacht worden oder mal angesprochen? Also das, wie gesagt, kann man sich schwer vorstellen, dass das passieren wird, oder bei euch? Ich glaube nicht. Also wenn, dann nur mit Zuschauer. Ich glaube, ohne Zuschauer glaube ich nicht, dass das spielen. Ja, und das ist eben die Sache, was ich mir zum Beispiel immer die Frage stelle, wenn es jetzt irgendwann von der Regierung gelockert wird, okay, die Leute dürften wieder, kommen sie dann auch? Das ist jetzt die nächste Frage. Weil, keine Ahnung, wenn du machst du das erste Spiel Rapid, kann ich mir schwer vorstellen, dass jetzt an 20.000 sagen, okay, wir gehen jetzt ins Stadion, wenn du eine Woche davor noch 2 Meter Abstand bei der Apotheke brauchst. Ja, also ja. Das kann ich mir halt einfach nicht vorstellen. Egal welche Sportart das jetzt ist, welche Veranstaltung das jetzt ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, stimmt, das ist schwierig, ja. Bin gespannt, da muss man jetzt eh abwarten nochmal, aber ich hoffe, dass der Höhepunkt einmal bald erreicht ist oder bald vorbei ist und dann sieht man eh, glaube ich. Unser Challenge, was wir geplant gehabt haben mit Rapid, ist ja leider auch ins Wasser gefallen. Hast du da schon ein bisschen einen Einblick gekriegt von der Medienabteilung von uns, was auf dich zukommen wäre? Ja, ich habe die Spiele geschickt bekommen und ja, wär sehr, sehr geil gewesen. Ich hoffe, das können wir noch nachholen. Sicher, es wird sicher lustig. Unbedingt. Also ich habe ja für die, was nicht wissen, ja bei 3er-Team zusammenstellen müssen. Hätte den Diebi genommen und den Schneckerl, den Stefan Auer. Ich glaube, wir wären richtig, richtig gut gewesen. Wir haben uns eh schon ein bisschen unterhalten, wer welche Challenge von uns machen soll. Also die Aufschlag-Challenge hat sich keiner freiwillig gemeldet, das kann ich mir gleich sagen. Also das war so der Part, wo wir gesagt haben, der wird nicht so viel Spaß machen. Aber bin ich schon gespannt. Ja. Spielen die gut, die zwei, oder? Ja, ich bin erst im Sommer ja zu Rapid gekommen und dann im Trainingslager haben wir so ein bisschen hier und da mal ein bisschen gespielt. Also wir können es halt alle. Also was die, ich würde nicht sagen, ob wir es jetzt richtig gut können oder richtig schlecht. Also es gibt sicher weiter schlechtere bei uns in der Mannschaft. Da gibt es welche, wenn ich den Taxi Funders anschaue, das ist der erste Spieler, was ich gesehen habe, der was die Vorhand mit rechts, dann greift er um auf die Rückhand und spielt quasi die Rückhand auch mit der Vorhand links und dann spielt er auf einmal die Vorhand rechts mit beide. Also der improvisiert komplett, keine Ahnung, was er macht und einfach immer Vollgas drauf. Also okay. Es gibt einige, die was das richtig gern und richtig viel spielen. Schwabi ist halt so ein, wir sagen Büffel bei ihm in der Mannschaft, ist der Spitzname, der ist halt so in die Zweikämpfer büffeln und das ist beim Tennis auch, bei dem gibt es nur 100% Schläge und ja, die treffen halt entweder das Netz oder gehen hinten raus, halt, da ist wenig Präzision dabei. Aber es macht halt einfach Spaß und bei uns machen es halt einfach viele. Wir kommen halt nicht so viel dazu. Also ich bin eher so der Typ, der was dann in die Sommer- oder Winterpausen spielt. Ja. Da einen sehr guten Freund, mit dem ich eigentlich mich immer duelliere, die Pausen. Das ist die Zeit für das, sonst unter der Saison wird es eher schwierig für das. Ja, aber generell die Fußballer, die haben eigentlich immer ein gutes Ballgefühl und da habe ich schon einige erlebt, die da gut am Tennisplatz performen. Das schon gut. Das stimmt. Ja, also ich war frühzeitig, weißt du, du machst halt einfach jede Sportart einfach so ein bisschen einfach immer mit und so und ich fühle mich in jeder Sportart irgendwie einfach ein bisschen wohl, ich kann alles ein bisschen mitmachen und von dem her, Tennis ist aber so eine Leidenschaft, was ich sagen, was ich echt, macht mir riesig Spaß und das ist so eine Sache, was man für nach der Karriere vorstellen könnte, so, wenn sie vielleicht so 1-2 Mal in der Woche mit deine Leute triffst und dann hast du immer einen Platz und spielst und kleine Challenges immer, das ist so eine Sache, was ich mir für nach der Karriere sehr, sehr gut vorstellen kann. Vor allem Meisterschaft auch dann. Das ist schon, macht schon Spaß, sicher. Ja, vor allem was ganz was anderes ist, jetzt bist du so in dem Teamsport drinnen und dann nachher bist du eigentlich alleine. Also mir macht so Doppelspielen überhaupt keinen Spaß, ich weiß nicht. Also mir macht das wirklich nur Spaß, weil da nur einer ist, was der was dann vielleicht einen Fehler macht oder dann ich, dann habe ich ein schlechtes Gefühl dem gegenüber und so und deswegen, das spiele ich liebend gern allein, aber Doppel ist nicht so meins und das stelle ich mir auch so schwer, wenn es da jetzt, keine Ahnung, Davis Cup oder so um was geht und du bist zu zweit und du denkst dir, warum machst du, also es ist so, das muss ich mir brutal schwer vorstellen. Ja, es ist nicht leicht, aber
Ich muss sagen, ich spiele gern Doppel, aber ich spiele jetzt nicht viel, weil ich ja natürlich auf mich aufs Einzel konzentriere. Aber wenn ich Doppel spiele, dann spiele ich nur mit Leuten, mit denen ich mich echt gut verstehe. Und wo ich weiß, der nimmt das Doppel jetzt vielleicht auch nicht so ernst. Wir nehmen das eher mehr als Training und zum Mitnehmen einfach. Wo man dann einfach weiß, ja, der ist jetzt nicht angefressen, wenn du einen schlechten Tag hast oder wenn du 3 Schläge verhaust oder irgendwas. Dann spiele ich Doppel. Also ich spiele jetzt nicht Doppel mit einem, wenn unbedingt ein Doppelspezialist mit mir spielen will, da halte ich mich eher raus, weil da will ich dann nicht. Weißt du, wenn ich im Einzel draußen bin, will ich auch nicht beim Turnier bleiben wegen einem Doppel, da will ich mich aufs nächste fürs Einzel vorbereiten. Also wenn ich Doppel spiele, mir macht schon sehr Spaß, muss ich sagen, aber wenn, dann nur mit einem guten Freund, der es auch nicht so ernst nimmt. Ja, jetzt habe ich ja gelesen, du hättest ja mit dem Dominik, glaube ich, zusammen gespielt, oder? Bei irgendwelchen Turnieren in Österreich. Ja, wir hätten geplant gehabt jetzt im Sommer, dass wir in Gstaad und in Kitzbühel vielleicht miteinander spielen. Einfach wieder mal gemeinsam spielen und sind zwei sehr, sehr schöne Turniere. Ich weiß nicht, ob du, wie du in der Schweiz warst, ob du mal in Gstaad warst. Nein, leider nicht. Sie waren immer Trainingslager. Bern war immer Trainingslager in Gstaad, was ich mitbekommen habe. Aber just wie ich hingewechselt worden bin, ist gewechselt worden auf Fügen im Zillertal nach Österreich. Okay. 8 Stunden Busfahrt entfernt. Das ist eine super schöne Gegend, Gstaad. Also, das ist eine Luxusregion dort, glaube ich, noch besser als Kitzbühel sogar. Und ja, die zwei Turniere hätten wir gern miteinander gespielt, aber werden sich sicher noch ein paar Chancen ergeben. Also das ist dann, so wie du gesagt hast, eher so der freundschaftliche Aspekt, dass man wieder mal zusammen spielt, Zeit verbringt, ein paar Tage gemeinsam und hoffentlich weit kommt. Einfach das Doppel als Training mitnehmen. Natürlich gibt es, also das Doppel kann man gut als Training nehmen, eben weil man viel Volley trainieren kann, Return, Aufschlag. Und bei den zwei Turnieren ist das halt auch so, mit der Höhenlage, da muss ich auch erst darauf einstellen, wenig Plätze zum Trainieren, also kann man das Doppel schon als gutes Training nehmen, dass man sich da auch fürs Einzel gut einstellt. Was mir so, also ich bin ja wirklich leidenschaftlicher Tennis-Zuschauer, also im Fernsehen, die Turniere, auch jetzt Australian Open, das ist mir egal, da stehen der Nacht auf, das schaffe ich irgendwie, also ich bin wirklich extrem fasziniert, weil das Faszinierende für mich ist so, da steht wirklich nur eine Person auf dem Platz und ist verantwortlich für sein Spiel. Und da ist nichts rundherum, was ihn beeinflusst, sondern nur der eine. Und deswegen ziehe ich meinen Hut für alle, die was extrem viel erreichen mit dem. Aber ich finde es auch so brutal schwierig, dieses Ganze zu managen. Wie kann man sich das so jetzt vorstellen, so wie du jetzt zum Beispiel, du bist allein, du bist für alles allein verantwortlich. Das muss ja ein riesen Druck auf dir selber schon mal lasten, ob du auch alles irgendwie gut managst oder richtig machst oder alles gut planst. Ja, sicher ist ein Druck. Man macht sich ja auch Gedanken vor jedem Match, vor allem über den Gegner. Man will natürlich jedes Match gewinnen. Es geht bei den großen Turnieren um viel Geld, um viel Punkte. Das spielt natürlich alles mit im Kopf. Aber ja, ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man ein gutes Trainerteam um sich hat, die dich da gut einstellen. Meine Trainer nehmen mir auf die Turnieren extrem viel ab. Also ich muss mich eigentlich immer nur am Platz stellen, trainieren. Und und dann im Match am Platz gehen und die Anweisungen, was ich kriege, so gut wie möglich umsetzen und einfach mein Bestes geben. Und dann sieht man eh, was rauskommt immer. Aber sind die jetzt so, dein Team, was du so zusammengestellt hast, die ganze Zeit bei dir dabei, also bei den ganzen Turnieren, die reisen immer mit dir mit und ihr macht es dann außerhalb vom Platz alles gemeinsam oder wie kann man sich das vorstellen? In Dominik, sein Vater ist ja mein Haupttrainer eigentlich. Mit dem trainiere ich immer, wenn ich in Österreich bin. Und der Julian Noll, der ist jetzt mein Touring-Coach seit letzten Mai, der ist eigentlich fast bei jedem Turnier mit mir mit. Und also eigentlich ein normaler Tag auf einem Turnier wird bei uns so ausschauen, wir gehen frühstücken. Also jetzt am Trainingstag, dann fahren wir auf die Anlage, dann mache ich mein Aufwärmprogramm. Er organisiert die Bälle, Platz, alles Mögliche. Dann gehen wir am Platz, haben unsere Trainingseinheit, dann gehen wir zusammen Mittagessen, dann chillen wir ein bisschen und dann noch eine Trainingseinheit, dann noch dann gehe ich alleine zum Physio und dann fahren wir ins Hotel, dann gemeinsam essen und dann ja, einfach einen entspannten Abend haben mit anderen natürlich, weil ich verstehe mich mit sehr, sehr vielen Spielern gut und man sieht die natürlich Woche für Woche und ja, man hängt nicht jeden Tag mit dem Trainer jetzt am Abend ab. Er geht dann auch einmal in die Stadt am Nachmittag, wo ich dann einmal mich ein bisschen hinlege oder mit irgendwelchen anderen am iPad spiele oder Playstation oder irgendwas. Also ja, ich glaube, da ist auch ein guter Mix wichtig. Ich glaube, wenn man zu viel Zeit miteinander verbringt, ist es auch schwer. Deswegen ist es auch gut, dass er mit mir auf die Turniere fährt. Und wenn ich dann zu Hause bin, trainiere ich dann mit Wolfgang. Und dann sind wir wieder heiß auf die Turniere und dann taugt es uns auch wieder zusammen.
Okay, also das ist dann schon alles so eigentlich so ein Selbstmanagement, was ihr habt. Also da musst du selber viel managen von den Plätzen oder die Trainer nehmen da einiges ab, aber das ist schon, da muss man schon gut strukturiert sein und durchgeplant haben die Wochen, die Tage, die nächsten, weil sonst stellen wir das relativ schwierig vor, alles spontan da zu machen. Ja, na sicher. Vor jedem Turnier ist 3 oder 4 Wochen, glaube ich, vorher ein Endschluss. Das heißt, es gibt eine App im Internet, da meldet man sich für die Turniere an, dann weiß man, wo man drin ist, dann kann man die Reisen planen, wann es wohin geht. Und ja, das mit die Flüge und alles, mit die Hotels, das macht alles meine Mama, die managt mir das. Und ja, dann vor Ort ist eigentlich relativ einfach, weil bei den guten Turnieren, bei den ATP-Turnieren, da wird da eh alles, alles organisiert. Du wirst immer von der Anlage aufs Hotel gebracht mit Autos, du wirst vom Flughafen abgeholt. Also eigentlich ist da nicht, da hast du dann nicht mehr wirklich viel zu tun, außer einfach am Platz gehen und deine Leistung zeigen. Also ein Riesenunterschied zu so einer Teamsportmannschaft, weil das ist, uns wird ja eigentlich fast alles abgenommen und bei euch ist man ja, bist du selber für alles verantwortlich. Wenn du an irgendwas vergisst oder irgendwas schlecht planst oder deine Mama schlecht die Flüge bucht wegen irgendeiner Zeit oder was auch immer, dann seid ihr alles selber verantwortlich. Das ist schon. Das stimmt, ne? Ja, bei euch ist es einfach wahrscheinlich Abfahrtszeit. Ihr setzt euch im Bus rein. Ja, also dahingehend ist es bei uns wirklich fantastisch. Also wir haben, wenn wir Vormittag Training haben, haben wir Frühstück gemeinsam sogar, wo wir jetzt im neuen Trainingszentrum haben. Gibt es eine Zeit, wo du da sein musst, bevor du gefrühstückt haben musst. Dann bereitest du dich fürs Training vor, gewissen Teil alleine und dann machst du eigentlich dein normales Mannschaftstraining, wo eigentlich alles vorgegeben wird, die Zeit, was auch immer, die Übungen, alles wird vorgegeben und nach dem Training bist du dann eigentlich wieder fertig, dann gibt's noch gemeinsames Mittagessen, du kannst noch selber mehr machen, wenn du möchtest, und dann ist der Tag, was das betrifft, eigentlich vorbei. Klar, manchmal trainierst du auch an einem Nachmittag eine doppelte Einheit oder du machst zu Hause etwas oder du bleibst länger im Stadion, die Möglichkeiten gibt's immer, aber du musst selten an irgendwas denken. Es gibt dann die Vorgaben, wann Abfahrt ist mit dem Bus, dann wann es Essen gibt, das sind alles bei uns Menschen im Hintergrund, wir haben Teambetreuer, die, was sich um das kümmern, die, wo das Essen organisiert wird. Wenn ein Spieler Unverträglichkeit hat, dann weiß der das, da wird es im Hotel weitergegeben. Also da ist immer, an alles wird gedacht und vorbereitet. Also da leben wir schon so ein bisschen, ja, in einer Blase, kann man sagen. Also da geht es uns schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also da können wir uns alle 10 Finger abschlecken. Das stimmt, ja. Aber auch gut, ich meine, dass wenn es sich da noch um andere Sachen kümmern musst und alles, das kommt schon einiges auf dich zu. Super, also sicher für so, wenn ich jetzt so zurückdenke, wo ich noch ein junger Spieler war, da war das vielleicht alles noch nicht so extrem und jetzt halt die jungen Spieler, die wachsen halt mit dem auf und es gibt nichts anderes für die. Die wachsen so auf, für die ist das normal und ja, werden wir sehen in ein paar Jahren, ob das jetzt ein gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Der Fußball hat sich jetzt einfach so entwickelt, dass es jetzt halt einfach so ist. Und deswegen muss man auch in der jetzigen Phase, wo gerade dieses ganze Corona-Zeug ist, auch mit Kurzarbeit und auf Geld verzichten und so, dann ist das, glaube ich, das Mindeste, was wir Fußballer oder was wir als Mannschaft machen haben können, dafür, dass dann die Mitarbeiter geschützt werden, dass die Mitarbeiter nicht ihre Jobs vielleicht verlieren. Das war für uns dann eigentlich relativ schnell klar, dass wir das machen müssen, den Mitarbeitern gegenüber einfach, die was sonst das ganze Jahr im Hintergrund sind und nicht so im Rampenlicht sind. Und für uns quasi die Arbeit im Hintergrund machen, dass wir denen jetzt mal was zurückgeben, weil im Endeffekt sitzt ihr jetzt seit 3 Wochen zu Hause, macht zwar mein Fitnessprogramm und werden auch glücklicherweise echt super bezahlt, also da können sich andere alle 10 Finger abschlecken und von dem her war das ja selbstverständlich für uns, dass wir das machen, also das. Ja, weißt du, wir haben da so interne ein paar Gruppen, wo wir miteinander kommuniziert haben und gleich wie das rausgekommen ist eigentlich so der Spielerrat gleich mal vorgeprescht und hat gesagt, hey Jungs, wir müssen was machen, wir müssen helfen und das war dann eigentlich relativ schnell klar dadurch, dass wir da was machen. Also das betrifft jetzt ja euch jetzt nicht so wirklich, oder seid ihr eh alles Einzelunternehmen, schätze ich jetzt einmal, oder keine Ahnung, ja, wir sind alle wie man sich das vorstellen kann. Ja. Da ist das alles ein bisschen anders jetzt. Ja, natürlich, aber wir kriegen ja gar nichts jetzt im Moment. Aber ich weiß nicht, wie es... Also viele Fußballer verzichten natürlich aufs Gehalt und so, aber bei uns ist es halt der Wahnsinn, weil wir kriegen ja nur Einkommen, wenn wir Turniere spielen. Und ja, aber glücklicherweise müssen wir halt jetzt auch unsere Trainer nicht zahlen auf die Turniere und so. Also eigentlich ist es okay jetzt im Moment. Okay, also das kann man sich dann schon so vorstellen bei dir, dass das so quasi, du musst eigentlich so finanziell gesehen quasi um alles quasi selber kümmern. Also du musst alles selber buchen, alles selber bezahlen, Trainer, Physio, Hotels, Flüge und das erspielst du dir dann quasi so wieder rein und mit zusätzlichen Sponsoren.
Ja, genau. Also Sponsoren habe ich jetzt seit letztem Jahr 2. Die decken da meine jährlichen Kosten gut ab. Also da muss ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Und Hotels werden immer vom Turnier bezahlt. Also da habe ich sowieso keine Ausgaben. Ich muss nur meinen Trainer zahlen am Turnier pro Tag und natürlich seine Spesen. Okay. Und das spielt also natürlich, wenn man sich so wie du jetzt dann weiter nach vorkämpft, wird es natürlich immer alles ein bisschen einfacher, als wenn man weiter hinten in der Weltrangliste wahrscheinlich Natürlich. Ja, herumgeistert, sage ich jetzt einmal. Wenn du Woche für Woche jetzt ATP-Turniere spielst, wo du im Hauptwerk bist, kriegst Woche für Woche einmal fix zwischen 5.000 und 10.000. Da kannst du halt schon mal viel abdecken. Und wenn es dann, nicht jetzt so wie ich stehe jetzt auf 85, bin jetzt, also wenn es wieder weitergeht, bei jedem ATP-Turnier kann ich mal aussuchen, bin ich im Hauptbewerb drin, ich bin bei den Grand Slams im Hauptbewerb. Das ist schon finanziell, das rentiert sich halt jetzt schon. Und wenn es halt dann 100, sagen wir mal, du stehst 130, dann musst du eben die Challenger spielen, wo du für die erste Runde 800 Euro kriegst. Mhm. Und wenn du da hinkommst und auf Challenger-Ebene kann jeder Tennis spielen, dann kannst du gegen jeden verlieren. Kann es sein, dass du jetzt einmal die nächsten 4 Wochen jede Woche nur 800 Euro machst. Wenn es dann jetzt, sagen wir, jede Woche bei einem ATP-Turnier im Hauptbewerb bist, steckst jede Woche einmal fix 6.000 ein. Und das ist halt dann schon, das sind halt dann schon große Unterschiede. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich mich da lang halten kann und noch weiter raufkommen kann, ist eh klar. Ja, das glaube ich schon. Das ist, glaube ich, dann so ein zusätzlicher Ansporn, wenn man da mal dort dabei ist und wenn man das so ein bisschen mitbekommt, wie das jetzt alles abläuft, wie einfacher es da vorne ist, dann will man da bleiben, oder das verstehe ich dann schon. Ja, sicher. Vor allem die Turniere, es ist ja ganz was anderes, wie wenn du zu einem ATP-Turnier kommst, wo du unglaublich gute Hotels hast jedes Mal, super Anlagen, immer viele Zuschauer, gutes Essen auf der Anlage, und wenn du halt dann bei den Challenger Woche für Woche spielst, dann schlafst halt in einem 3-Sterne-Hotel bei einem Challenger, wird da zahlt, ist eh klar, nimmst natürlich, aber fühlt sich halt dann auch wohler, wenn du in einen Sofitel eincheckst oder wenn du jetzt in einen 3-Sterne Mercure-Hotel oder so jetzt eincheckst, weißt? Also, ja, das muss man dann auch schon akzeptieren, und da muss man echt froh drüber sein, dass es sowas gibt. Ich lese jetzt ja gerade die Biografie von Federer. Und da hat er zum Beispiel so erzählt, dass wenn er jetzt zum Beispiel nach Wimbledon geht oder so, also er macht, glaube ich, so und so immer im Jahr so blockweise, also er lebt einen Monat dort und einen Monat in einer anderen Stadt, und wenn er so nach England oder nach Wimbledon geht, dann braucht er schon 2 Riesenhäuser, und weil er schon so viele Leute mit hat und Familie und Schüler und Lehrer und keine Ahnung was, also man kriegt die immer nur von den ganz vorn, also von der wirklichen dichten Weltspitze jetzt was mit, und denen geht's ja fantastisch, aber ich glaube so, dass das dahinter, das ist so ein richtiger purer Kampf, wo viele Spieler da mitmischen, und das ist ein heißes Pflaster, glaube ich, also. Ja, sicher. Vor allem, wenn du da denkst, die über so 200 stehen, die machen jetzt kein Plus im Jahr. Und wenn du da denkst, du bist der 200 beste Tennisspieler auf der Welt in deiner Sportart und du kannst nicht damit gut leben, ist das eigentlich unvorstellbar. Stell dir mal den 200 besten Fußballer vor. Ich meine, was verdient der? Der verdient über 10 Millionen im Jahr. Genau. Und das ist halt das Orge. Und aber mittlerweile jetzt werden die Preisgelder bei den Future, bei den Challenger eh schon ein bisschen erhöht. Da wird ihnen eh schon ein bisschen geholfen. Aber natürlich die Relationen zu ganz nach oben stimmen halt überhaupt nicht. Ja, ich habe jetzt in der Biografie ist auch gestanden, dass innerhalb von den letzten 10 Jahren die Preisgelder bei den Grand Slam sich verdoppelt haben. Bei manchen sogar mehr als verdoppelt. Also da ist schon brutal was weitergegangen. Halt nur vorne halt für das hinten auch ist dann eher so. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, über diesen Cut rüber zu kommen, so wo du dich jetzt befindest und da dabei zu sein. Und das ist ja oft, wenn du mit irgendwelchen Ahnungslosen redest oder diskutierst, oder wenn, ich könnte mich da oft so auf, wenn ich Sachen liest, wo ich mir dann denke, erst, ihr wisst schon, dass das jetzt der zweitbeste Tennisspieler, sage ich jetzt mal, in Österreich ist. Oder die Nummer 85 der Welt, sei du mal der 85 beste Fußballer, oder der, keine Ahnung, da gibt's 85 beste Eishockeyspieler, die verdienen alle. Das schätzen die Leute manchmal nicht, und da könnte ich manchmal, deswegen finde ich das Einzelsport so faszinierend, und dann verstehe ich überhaupt nicht, die Menschen das nicht schätzen können. Also. Ja, das sind halt die halt dann nur auf der Couch sitzen und groß reden, aber die dann nichts zusammenbringen, und wenn's da die ganzen Kommentare im Internet liest,
Ich lese mir das oft durch, leider. Mich interessiert es aber so, was die Leute schreiben. Und ja. Ich finde es echt schade. Aber ich meine, ich habe mit vielen Tennisspielern in anderen Ländern gesprochen. Bei denen ist das nicht so in Frankreich oder in Spanien oder so. Bei denen wird das so geschätzt, auch wenn es die Nummer 250 bist. Und in Österreich, wenn es da was liest, ich meine, da stellst du ja alle Haare auf. Das ist ja frech. Ja, ich meine, ich sage auch immer, es wäre gut, wenn man es nicht liest, aber man kann es manchmal einfach nicht, weil man es einfach, weil man dieses Neugierige einfach in sich hat, was wird geschrieben, was reden sie, und man möchte es einfach ein bisschen wissen und hofft, dass das passt, aber manchmal ist es wirklich, schwer zu beschreiben, was sie tun. Aber, na, ich habe ja mitbekommen oder gelesen, dass du und der Dominik, ihr habt ja so ein Fußballmann, also, ich weiß nicht, ob ihr das zusammen habt, aber es gibt ja so ein Fußballteam, wo viele Tennisspieler immer zusammen Fußball spielen. Gegen andere Tennisspieler, oder wie kann man sich das vorstellen, oder was ist das? Ja, angefangen hat so, jetzt ist 2020, ich glaube, es war 2015 oder so, haben wir mal gesagt, wir sind ja alle leidenschaftliche Fußballspieler, also wir schauen alle gemeinsam Fußball immer, spielen selber gern Mini-Fußball-Tennis am Tennisplatz und lauter solche Sachen, und da haben wir uns einfach mal gedacht, du, wir kennen eh so viele Leute da bei uns in Wien und Umgebung, machen wir einfach mal ein Fußballmatch. Gut, dann haben wir alle unsere Bekannten geschrieben, alle Leute, die mal bei uns trainiert haben, die wir kennen, wo wir mal ein Kickerl machen, alle haben zugestimmt, ja, passt, gut. Dann haben wir einen Termin gefunden und auf einmal waren wir 25 Leute. Haben wir uns gedacht, ja geil, spielen wir mal 11 gegen 11, ganz lustig, dann haben wir gespielt und so, und dann haben wir uns so gedacht, ja, eigentlich könnten wir das öfter machen. Und ja, dann haben wir öfter gespielt, immer die gleichen Leute, und die Voraussetzung war halt, dass du irgendwas mit Tennis zu tun haben musst, dass du einmal gespielt hast oder noch immer spielst. Und ja, wir kennen da halt in der Umgebung alle, und dann haben wir hat sich das ein bisschen rumgesprochen. Dann habe ich mit einem Slowenen gesprochen, die haben gesagt, sie machen das Gleiche, ob wir mal nicht gegeneinander spielen. Haben wir gesagt, ja, passt, machen wir. Dann haben wir das Hinspiel in Österreich gemacht, also die österreichischen Tennisspieler gegen die slowenischen Tennisspieler. Und alles super organisiert gehabt mit Linienrichter, Schiedsrichter, alles Mögliche. Haben das auch ein bisschen so auf Instagram, Facebook ein bisschen beworben. Und das sind auch echt beim ersten Match bei uns in Österreich sind, ich würde sagen, 400, 500 Leute oder so kommen. Wirklich jetzt? Ja, wirklich, ja. Das ist ja mehr wie manche Bundesliga-Mannschaften bei uns. Ja, natürlich durch den Dominik. Das ist ja der einen großen Stellenwert in Österreich. Da interessieren sich schon sehr, sehr viele Leute dafür. Und ja, da haben wir gegen die gespielt und da haben wir 1-1 gespielt bei uns in Österreich. Und dann haben wir gesagt, ja, passt, spielen wir Rückspiel bei euch in Slowenien. Gut, 2 Monate später sind wir nach Slowenien gefahren und die haben das dort echt geil aufgezogen. Da haben wir im Trainingscenter vom Nationalteam in Slowenien gespielt. Und das haben sie ja vor 5-6 Jahren oder so neu gebaut. Also echt wirklich, also für uns ein unglaublicher Rasen. Also wir sind dort eingelaufen und haben uns gedacht, das gibt's ja nicht. Wie geil kann ein Rasen sein eigentlich? Und ja, jeder voll motiviert gewesen. Dressen haben wir natürlich gekriegt von Adidas, vom Dominik, der hat das organisiert. Jeder mit seinem Namen und mit seiner Nummer, alles Mögliche. Und dann haben wir dort 3-1 gewonnen. Hat mega Spaß gemacht und ja, so hat sich das dann immer weiter, und dann ja, haben wir halt gesagt, ja, wir sind halt jetzt ein Verein, der erste Tennis-Fußball-Club, haben wir uns dann genannt. Und ja, dann haben wir nochmal gegen die Slowenen gespielt, und jetzt haben mittlerweile auch die Slowaken, die Tschechen, die, ich glaube, die Serben haben schon ein Team. Also da gibt es jetzt schon echt viele, die da eine Mannschaft haben, und wir schauen, dass wir da regelmäßig vielleicht mal so ein größeres Turnier, wo alle Mannschaften kommen, und das macht uns allen sehr Spaß. Ja. Ihr habt ja so ein FIFA seid ihr ja auch vertreten, oder? Ihr spielt ja da oft gemeinsam. Ist das euer Tennis, euer Fußball-Tennis-Mannschaft, was dann online weiterspielt? Ja, ein paar sind da dabei. Dieses Pro-Clubs, was wir da spielen, wo jeder seine Position spielen kann. Ist ganz lustig. Wir sind da ein paar, auch der Andi Dober ist dabei, den ich schon jahrelang kenne noch. Und ein deutscher Tennisspieler ist da dabei, ein russischer Tennisspieler haben wir da jetzt ein paar Mal dabei gehabt. Es macht ganz, ganz viel Spaß, aber wir haben uns da, glaube ich, ein bisschen zu überspielt. Jetzt ist schon seit einer Woche Funkstille, jetzt spielt keiner mehr. Und ja, aber das werden wir sicher wieder starten, aber es macht Spaß, ja.
habe ich auf Instagram gesehen, Rapid-Legende Andi Dober mit dir online geskillt. Ist er dann doch eine Hausnummer zu groß noch? Ja, der Top-Share, oder? Ja, es sind immer enge Duelle. Aber ich glaube, wie du selber weißt, die Chancenauswertung bei mir. Natürlich. Aber ja, es macht halt Spaß, wenn du gegen Freunde spielst online. Es ist halt einfach ein Reiz da und du willst natürlich gewinnen. Also ich will immer gewinnen. Mir geht es extrem am Nerv, wenn ich ein Tor kriege, zucke ich immer aus. Aber ja, es macht voll Spaß. Also bei den Duellen, was wir gespielt haben, muss ich echt sagen, also spielerisch der bessere Spieler als ich, also wirklich viel, viel besser. Mit den ganzen Skills und Tricks und wie du vor das Tor kommst, brutal gut. Aber die Chance, der ist unterirdisch. Ja, also, ich weiß. Du bist eiskalt da vorne, das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist mein einziges Glück, dass mir wirklich schon viele sagen, ich habe einen Trick, aber ich mache immer das Gleiche eigentlich. Das werde ich jetzt nicht verraten. Aber es gibt draußen im Menü, gibt so einen Bereich, wo man nur Tore schießen üben kann. Vielleicht würde ich das einmal durchgehen, weil die Chancenauswertung ist wirklich, wie gesagt, das ist unterirdisch. Also ja, habe ich schon wirklich mich schlecht gefühlt, wie ich gegen die gespielt habe. Und die Bälle, die fliegen ja oft nicht knapp beim Tor vorbei, die fliegen ja wirklich manchmal ist arg. Kilometer weit vorbei. Ja, da muss ich mal in die Arena, muss ich mal trainieren. Das wär echt nicht schlecht. Ich muss mir jetzt aber echt so Kopfhörer zulegen. Geht das mit solchen Kopfhörern, dass man sie dann versteht, oder braucht man so ein richtiges Headset? Nein, du kannst alte iPhone-Kopfhörer nehmen. Ah, die mit dem dünnen Stift. Ja, genau. Die kannst du in den Controller reinstecken, die gehen. Ah, okay, gut, weil da will ich noch genug da haben. Dann werde ich das nächste Mal fluchen, wenn wir wieder Zeit haben. Ja, nein, ich zucke schon so aus. Der eine Controller, das Touchpad, ist schon ein bisschen angeschlagen. Deswegen gebe ich alte Controller nie weg und ich lege mir immer an älteren auf die Seite, falls wirklich mal happig wird. Ja. Das ist eine gute Idee. Das hat einmal ein Freund gesagt, weil der ist ja richtig, richtig viel spielt und der ist richtig gut. Der ist in Bern ein Mannschaftskollege ehemaliger und der hat mir das einmal gesagt und dann habe ich mir das einmal angewöhnt und dann kannst du ihn halt einmal schmeißen, ist ja nicht so schlimm, weil er ist ja so und so schon quasi kaputt. Ja, das muss ich mir merken, ein guter Typ. Aber es ist faszinierend, wie bei so einem Computerspiel solche Emotionen rüberkommen können. Egal, gegen wen ich spiele, von meinen Kollegen, Freunden, das ist egal. Das ist, was da für Emotionen sind drinnen, das ist... Spielen bei euch in der Mannschaft alle, oder? Also ziemlich viele wahrscheinlich. Schon viele, also wir haben ein paar, die sind da richtig, richtig gut. Ich glaube so der Murki, der Knofi, Maxi Ullmann, dann der Junge, der Dalibor, die sind richtig gut. Also wir haben auch bei der Kabine dort, bei diesem so Chill-Bereich, wo ein, zwei Couch stehen, haben wir eine Playstation stehen und da spielen es manchmal die Jungs und das schaut schon richtig gut aus. Der Murki ist richtig, richtig gut. Also der spielt aber immer mit BVB, weil er so eine BVB-Liebe hat. Was keiner verstehen kann. Der spielt nur mit BVB, aber sie sind schon richtig gut, ja. Sogar manchmal, die Co-Trainer spielen sogar manchmal nach dem Training, weil du länger bleibst und dann hörst du irgendwie um die Ecken noch sie rufen und dann, die zocken auch manchmal. Es begeistert jung oder alt. Okay. Und spielst du das selber auch einmal mit Rapid selber, also mit sich selber, taugt er das, oder? Also ich muss wirklich sagen, wie es allererste Mal selber bei FIFA war, das war schon brutal cool. Also da war ich schon mega stolz, wie ich gewusst habe, okay, jetzt habe ich das erste Mal ins FIFA geschafft. Da war natürlich einschalten und schauen, wie schaue ich aus, was für Skills habe ich und so. Und das war dann schon, dann spielst du am Anfang schon ein bisschen mit dir selber, aber du bist natürlich einfach... Also im Vergleich zu den Topspielern bist du ja schlecht, du bist langsam, du kannst nicht flanken, nicht schießen, Tricks brauchst du gar nicht probieren. Also das macht ja nicht Spaß, mit sich selber spielen. Ja, aber es ist dann so cool zum Schauen, so die Jahre, wann so immer du ein bisschen mehr Punkte kriegst und so. Und jetzt dann, glaube ich, weiß nicht, was für eine Stärke ich jetzt habe, ich glaube 72 oder so, wie glaube ich einmal gehabt. Das ist dann schon ganz akzeptabel, also wenn du die 70 stehen hast, das macht dann schon Spaß. Also es, aber so wirklich selber spielen mit Rapid oder mit mir mach ich jetzt nicht. Also. Ich glaube, es gibt auch Möglichkeit, dass man alles irgendwie auf 85 stellt oder so, glaube ich, oder? Dass dann jeder gleich stark ist, da könnte man spielen. Aber ich spiel viel zu gern mit den richtigen Top-Mannschaften und damit alle durch die Bank. Aber ich habe ja sogar eine Sammlung vom ersten FIFA, weil ich es gerade da drüben sehe, vom ersten FIFA für die PlayStation 1996 bis jetzt, 2020, habe ich jedes FIFA. Echt? Wirklich? Also ich habe es nicht von damals schon gehabt, weil ich glaube, was ich mich so erinnern habe können, war, glaube ich, so das erste Spiel, wo ich 8 oder 9 war. Ich glaube, so WM 98 war so das erste, was ich bekommen habe von meinen Eltern mit der PlayStation. Und dazwischen dann einmal, nicht gespielt, einmal nicht gekauft oder vielleicht sogar weggeben. Und
irgendwann haben wir gedacht, das wäre doch cool, wenn man mein FIFA das irgendwann einstellt und ich hätte dann alle, so keine Ahnung, FIFA 96 bis FIFA 53, weil irgendwann wird das einmal aus sein. Ja. Und jetzt steht es da drüben in meinem Keller, in meinem Zimmer, stehen sie alle aufgeschlichtet und das ist geil. Die habe ich dann bei eBay habe ich sie dann so ersteigert und habe mitgeboten, da habe ich ja für alte Spiele habe ich ja zu viel zahlt, also. Echt? Nur, dass ich es habe. Also jetzt keine Unsummen, aber ja, keine Ahnung, also sicher so 20 Euro für ein Spiel, was natürlich auf der PlayStation 1 jetzt nicht mehr relevant ist. Also die gibt's, kannst vielleicht gar nicht mehr spielen. Ich fange mit der CD nichts an, die Hülle ist zerrissen, aber ich habe 20 Euro zahlt. Einfach nur, dass ich es besitze, weil ich mir gedacht habe, das könnte eine coole Sache sein. Das ist cool, ja. Das ist geil. Hätten deine Fußballskills für eine Fußballkarriere gereicht? Boah, das kann ich schwer beurteilen, aber ich muss sagen, ich glaube, ich bin nicht so unbegabt im Fußballspielen, aber das, was wir gemerkt haben, ist einfach, wenn man auf so einem großen Feld steht, dass uns einfach kompletter Plan fehlt. Also wir können alle mit dem Ball umgehen, wir können passen, wir können halbwegs schießen, aber jetzt so wirklich, dass jeder auf seiner Position bleibt und wie die Verteidiger sich zum Bewegen haben oder die Mittelfeldspieler, die auf die Flanken rausspielen und das alles, da haben wir ja überhaupt keinen Plan. Also das schaut dann, glaube ich, ein bisschen, es schaut schlechter aus, glaube ich, als was es da gibt. Hast du früher Fußball mal gespielt in irgendeiner Mannschaft oder irgendwo oder hast du nur mit Tennis begonnen? Nein, ich hab in der Unterstufe in der Schülerliga ein bisschen gespielt. Da ich bin in Unterwaltersdorf nämlich in die Schule gegangen und da haben wir gegen Bad Vöslau immer gespielt, gegen die Sportschule dort. Und da habe ich gegen einen Holzhauser gespielt. Ja. Kann ich mich noch erinnern, da haben wir immer gegeneinander gespielt. Und so habe ich da immer Schülerliga gespielt, aber jetzt so wirklich in einem Verein habe ich nie gespielt. Also hätte es vielleicht auch zu einer Karriere reichen können, ein bisschen Talent schlummert in dir. Ja. Ich glaube, wenn ich gerade Tennisspieler geworden wäre, wäre ich sicher Fuß. Welche Position spielst du bei eurer Mannschaft? Ja, ich spiele, am liebsten würde ich Stürmer spielen, aber da haben wir schon wem und jetzt spiele ich immer am Flügel draußen. Ja, das passt auch gut. Die Drecksarbeit für die Mannschaft machen. Ein ehrlicher Spieler, das gefällt mir. Ja, so mit dem Zurückarbeiten, da habe ich es noch nicht. Also ein Dank an den Schobi ungefähr, der ist ungefähr gleich. Also offensiv macht es immer Murz und Spaß immer, aber defensiv hat er dann auch so seine Aufsätze manchmal, da möchte er auch nicht wirklich. Ja, da denke ich mal halt, ich weiß nicht, bei mir ist das halt so, ja, wir haben eh hinten welche, die werden da schön. Ich warte halt dann vorne auf den Ball. Aber ist dann. Wenn du am einer von den hinten bist, schaut das nicht so super aus, wenn der vorne sich das denkt und du merkst das. Das ist dann bitter, ja. Und du warst schon immer Verteidiger, oder? Ich habe ganz früher hab ich zwei Sportarten gemacht, Fußball und Skifahren. Ah, okay. Aber Skifahren war eigentlich immer so, natürlich nur im Winter und immer nur so nebenbei. Bin dann aber auch Rennen und so gefahren. Also war ganz, okay, ganz begabt eigentlich in dem. So steirische Meisterschaft und so bin ich gefahren. Bin sogar einmal steirischer Meister im Slalom damals geworden. Echt? Aber ja, aber das hat dann nicht so viel mit Skifahren zu tun gehabt. Da war ich, keine Ahnung, noch zu jung. Und ich habe das auch nie so ernst genommen. Also ich war da immer mit meinem Papa so auf Spaß immer halt hingefahren, ein paar Ski und einen Skianzug halt angehabt. Und die anderen haben dann schon oft angefangen mit Rennanzüge und das professionell und welchen Ski nehmen. Und also, okay, ja, ich habe es einfach so ein bisschen gemacht. Das hat mir Mut und Spaß gemacht. Also mit meinem Papa wirklich viel auf die Berge verbracht, oft Skifahren gegangen. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass Fußball dann doch das ist, was ich, glaube ich, besser kann und lieber mache. Und das habe ich dann eigentlich durchgezogen. Und du entscheidest ja, glaube ich, dann relativ früh, so ja 13, 14, 15, entscheidest du dann, okay, willst du das richtig probieren, willst du das richtig durchziehen oder bleibt es ein Hobby und musst halt einfach früh schon auf gewisse Sachen verzichten, wenn so die anderen in die Pubertät kommen, du willst es erkennen, die gehen dann fort, die gehen feiern, die machen was und du sagst, na geht nicht, wir spielen am Sonntag um 10 gegen Akademie von Radlberg. Ja, aber das, warum, wieso, also diese hast du dann damals immer gehabt, aber das ist keine Garantie, wenn du daran glaubst, dass du es schaffst, aber für mich zeige ich nie andere Optionen gemacht als das und bin jetzt dankbar, dass ich es machen darf, weil man in einer jetzigen Situation merkt das wieder mal brutal, wie es gut uns geht und von dem her bin ich schon froh, dass ich das zum Beruf machen habe dürfen. Das ist geil, ja. Geil auch, dass du jetzt bei Rapid spielst. Ja, das war kniffliche Entscheidung, aber ich habe mir jetzt in Bern echt richtig, richtig gut gefallen und hätte auch nochmal die Möglichkeit gehabt, aber
Mich hat Rapid dann als Gegenspieler davor eigentlich schon immer fasziniert, die Jahre davor. Das war immer was Besonderes gegen Rapid zum Spielen, egal ob du in Hütteldorf gespielt hast oder ob Rapid dann zu dir gekommen ist, nach Graz zum Beispiel. Es waren immer besondere Spiele und es war einfach immer, ja, das war einfach richtig geil. Und wie ich dann die Möglichkeit von meinem Manager das erste Mal gehört habe, da haben wir gedacht, okay, das ist dann wirklich so ein Club, wo ich sage, okay, das könnte ich mir echt in Österreich nochmal vorstellen. Und dann war das so ein Prozess über 2-3 Monate, wo ich mir das wirklich gut überlegt habe. Und dann habe ich mich wirklich bewusst für Rapid entschieden und bereue es jetzt auch nicht. Klar, die Verletzung natürlich jetzt Katastrophe dazwischen kommen, aber trotzdem alles in allem bin ich sehr zufrieden, wie es jetzt da ist und freue mich noch. Ich habe noch 2 Jahre Vertrag, freue mich drauf. Und ja, von dem her schauen wir, dass wir es positiv machen. Hoffentlich Titel gewinnen, das wäre natürlich das Schönste. Das hoffe ich auch, ja. Du schon, also die Rapid-Fans, glaube ich, wissen ja, dass du Rapid-Fan bist auch. Wie kann man sich das vorstellen seit Kindestagen an? Warum? Papa? Oder erzähl uns das. Ja, auf jeden Fall Papa, großer Rapid-Fan. Hat, glaube ich, auch selber bei Rapid gespielt früher, hat aber dann aufgehört, weil wir ja außerhalb von Wien gelebt haben und meine Großeltern damals nicht das nötige Geld gehabt haben, dass sie mir jetzt da fördern. Und dann hat mein Papa also so in der Regionalliga gespielt. Also der hat ganz gut gespielt. Und der natürlich immer Rapid-Fan gewesen und mich dann in jungen Jahren schon mitgenommen. Damals noch ins Hanapi-Stadion. Kann ich mich noch erinnern an viele Spiele. Und ja, seitdem eigentlich immer Rapid-Fan. Ich habe mein erstes Bundesligaspiel habe ich im Hanapi gemacht. Für die Admira damals, das werde ich auch nicht vergessen. War mein erstes Spiel im Hanapi und dann haben wir sogar 0-0 gespielt. Also das ist geil. War schon ein sehr denkwürdiges Stadion, muss ich sagen. Werde ich nicht vergessen. Also kann man sagen, Familie Novak ist grün. Ist grün. Komplett. Gibt's nichts anderes. Wird auch nichts Violettes akzeptiert. Keine Serviette, nichts. Also ich hab das zum Beispiel vorher schon gewusst, also jetzt als Außenspieler von Graz oder von der Admira oder aus der Ferne, habe ich das schon gewusst, okay, grün-violett, das ist jetzt nicht so kompatibel, das mag ich nicht. Aber seitdem ich da bin, habe ich das erst richtig mitgekriegt, wie das eigentlich wirklich ernst sein kann für manche. Ja. Also bei uns in der Kabine wird nichts Violettes toleriert. Also ich habe mal so ein Bordeaux-rosane Unterhosen angehabt in meinen ersten Tagen. Also habe ich da früh nicht dran gedacht, habe einfach mal Unterhosen angezogen und in der Kabine, oi, puh, schicke Strafe. Sag ich, was ist denn da jetzt? Ja, also die Hosen, wurscht, was sagt ihr, ist das violett oder? Und dann ja, violett, violett, violett und dann ja, so entweder von der Unterhose trennen oder 50 in die Mannschaftskasse. Natürlich von der Unterhose getrennt. Aber also das habe ich dann schon gemerkt, die ziehen das dann schon brutal durch und die leben das schon richtig und finde ich cool irgendwie, wenn du mit Respekt dem Ganzen natürlich auch gegenüberstehst, aber wenn es die Rivalität gibt mit Violett und Grün, finde ich cool. Natürlich ja. Grün. Bessere Club in Wien braucht man jetzt eh nicht reden. Meine Worte. Sehr gut. Du schaffst das oft zu spielen oder? Ja, also wenn ich da bin und wenn die Zeit einmal kommt, schaue ich sehr, sehr gerne zu. Jetzt war ich gegen Mattersburg war ich zuschauen. Dann letztes Jahr, es war geil gegen Inter beim Europa League-Spiel, da war ich drinnen. Ja, das war ganz cool. Also hin und wieder schaffe ich es ja, wenn ich da bin. Also wenn es mit den Terminen, mit den Turnieren kompatibel ist, dann, ja. Dann geht das alles. Ja, sonst verfolge ich es immer im Internet. Aber weil du vorher gesagt hast, zum Beispiel, nochmal zum Zurückeinhaken, deine Mama bucht jetzt alles oder so, aber da gibt es immer nur einmal One-Way hin, weil man weiß ja nie, wie lange ein Turnier dauert, man weiß nie, wie lange man im Hotel sein muss und das ist dann alles dann spontan, dann oft, wenn es früher oder später endet. Ja, das mit dem Hotel ist überhaupt kein Problem. Die vom Turnier wissen ja, also das muss man natürlich auch reservieren beim Turnier. Die wissen, wann du ankommst und die wissen natürlich auch, wenn du verlierst, dass du am nächsten Tag weg bist. Also okay. Das ist überhaupt kein Problem. Die zahlen ja das auch. Und ja, das mit den Flügen ist halt immer bei den Langstrecken ist halt ein bisschen komplizierter wegen einem Umbuchen und so, weil du ja nie wirklich weißt, wann du zurückkommst. So in Europa ist das jetzt, da nehme ich immer One Way. Da fliege ich. Jetzt sagen wir mal nach Paris, dann weiß ich, wann das Turnier beginnt und wenn es aus ist, gibt es in Europa eigentlich eh überall am Tag 5-6 Flüge nach Wien, also das ist dann nicht das Problem. Und trainieren tust du wo da in Wien? In der Südstadt. Also habe ich jetzt. Ja, also da hat es jetzt ja irgendwas gegeben, glaube ich, vor kurzem, was man so in den Medien ein bisschen gelesen hat. Ja, ich bin mit 14 in die Südstadt gekommen. Ist auch schon jetzt 12 oder 13 Jahre her, ist ein Wahnsinn.
Und seitdem immer in der Südstadt und ich glaube jetzt, glaube ich, gehen wir nach Alt-Erla im 23. Bezirk. Ich glaube, dort werde ich jetzt demnächst zum Sehen sein. Ja. Auf das Mediale gehen wir da jetzt nicht ein. Ich hab's nur gelesen, so nebenbei einmal und dann, ja. Ja, es ist halt, man weiß natürlich die Trennung zwischen Dominik und Presnik. Hört man natürlich in den Medien und natürlich ist auch in Dominik sein Vater involviert, der ja jahrelang unter dem Günther Trainer war. Und ja, man weiß nicht, ob da alles so reibungslos verlaufen ist, aber auf jeden Fall geht der Wolfgang von der Südstadt weg. Und ja, da ich ja beim Wolfgang trainiere, gehe ich da natürlich mit. Und wie ich gehört habe, will er da in Alt-Erla seine Zelte aufschlagen. Hauptsache Tennisplatz mit dem Netz ist für die bereit. Genau, ja, das ist das Wichtigste. Okay. Das heißt, deine Pläne für heuer noch, ihr hofft Turniere, hast du vorher gesagt, September hoffentlich? Ich hoffe schon früher, also Juli ist ja Kitzbühel, Ende Juli. Ich hoffe schon, dass das alles stattfindet. Das wäre schon, ja. Wird eng, aber ja, mal schauen. Ich glaube, ich bin dann einfach nur froh, wenn es wieder losgeht und so viele Turniere wie möglich muss man da jetzt dann am Ende vom Jahr spielen. Da gibt es dann etwas keine Pause. Ich glaube, da werden viele Spieler improvisieren müssen, was vielleicht vorher nicht geplant war und dann, welches Turnier ist jetzt vielleicht noch möglich, welches kann man jetzt spielen. Ich glaube, dass sich da extrem viel alles verschieben wird. Ja. Und vor allem Highlight natürlich dann die letzte Woche das Davis Cup Finale in Madrid. Das wäre natürlich sehr schön, wenn das über die Bühne geht. Da freuen wir, glaube ich, uns alle drauf. Das wird sicher cool. Ja, das glaube ich. Das Turnier in Wien, habt ihr da schon was gehört? Ist das derweil noch alles? Ja, das ist erst Ende Oktober. Also da, ich glaube, da ist noch viel Zeit dahin. Bis dahin, glaube ich, sollte alles passen. Ist, glaube ich, schon ein Highlight so im eigenen Land, in der eigenen Stadt, so ein Heimturnier. Ah, unglaublich, natürlich. Wien, Stadthalle, wenn es voll ist, glaube ich, 9000 Zuschauer oder so. Es macht schon Spaß, vor allem ich wohne ja nicht weit weg von der Stadthalle, zwei Straßen eigentlich und gehe da immer zu Fuß rüber, also für mich ist das ein richtiges Heimturnier. Also so wirklich so tauschen über die Schulter und dann zu Fuß so die zwei Seitengassen rüber in die Stadthalle rein, bei den Fans vorbei? Na, gehe ich immer im Hintereingang, also ich habe da schon einen Weg, wo mich keiner sieht, gehe ich immer beim Hintereingang rein, aber ja, ist ganz angenehm, da kann man auch zu Hause schlafen, das ist auch was anderes. Nein, es ist brutal. Ich habe zufällig zwei Spiele heuer gesehen, also Stimmung war grandios, muss ich sagen. Also das ist schon phänomenal. Ja, natürlich jetzt durch den Tennisboom, durch den Dominik, kommen ja Zuschauer ohne Ende. Ich glaube, die können ja das Doppelte an Karten verkaufen. Aber Stadthalle natürlich, super Atmosphäre, ist ein großes Turnier, super Spieler. Ich glaube, auch für die Zuschauer ist unglaublich attraktiv zum Zuschauen. Ja, also extrem, also allein das, wenn man sich ein bisschen auskennt, das Teilnehmerfeld ist ja, glaube ich, richtig gut besetzt. Ja. Dass das, glaube ich, ein 500er ist, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Ja, 500er. Also von dem her ist es ja richtig, richtig gut besetzt. Und das sicher, stimmt. Der Dominik sicher so ein bisschen das Zugpferd jetzt an. Aber das muss man einfach, glaube ich, ausnutzen. Mit alle anderen Tennisspielern müsste das ausnutzen ein bisschen, dass solche Möglichkeiten jetzt kommen und kann man nur gegeneinander davon profitieren. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nachgeschaut, weil du mir letztes Mal geschrieben hast, es ist ein Headschläger, was ich habe. Hast du doch einen Headschläger? Ja, einen Headschläger habe ich. Frag mich jetzt nicht, warum ich den habe. Ich habe von meinen Eltern vor zwei Jahren einen Gutschein gekriegt zum Geburtstag für einen neuen Tennisschläger. Und ein Kollege von mir, sein Kollege, hat so einen kleinen Tennissportladen. Und da bin ich hin und dann habe ich gesagt, ja, also ich bin Hobbyspieler, ich brauche einen Tennisschläger. Also jetzt kein Vermögen kosten, aber auch keine Bratpfanne sein. Und dann hat er gesagt, den kann ich damit rein an Gewissen geben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich bezahlt habe. Ich glaube, das war so ein Durchschnittspreis. Und es macht Spaß, also die paar Mal, was ich damit spiele. Bis jetzt war der Schläger noch nicht schuld, weil ich seitdem noch kein Match verloren habe gegen meinen Freund. Also bis jetzt bin ich ungeschlagen mit dem Schläger. Welchen hast du denn? Also wie schaut er denn aus? Welche Farbe? Er liegt im Kofferraum, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, weil ich ihn eigentlich für unser Challenge schon vorbereitet habe und im Kofferraum gelegt habe, weil das ja schon kurz davor gestanden ist. Aber er ist nicht bunt oder so. Ich schicke da ein Foto, also ist nichts Außergewöhnliches, glaube ich. Ich habe ja keine wirklichen Tennisschuhe oder so, also ich bin da wirklich ein bisschen. Da muss ich da mal eine Ausrüstung geben, das gibt es ja nicht. Und da habe ich mir damals, also der Lean hat Andi, mit dem habe ich in Alltag zusammen gespielt, der war jetzt in Hartberg gespielt. Und wir waren zwar Steirer, waren im Vorarlberg und uns war halt oft Fahrt und wir sind wirklich jeden Sonntag, wir haben da gratis Tennis spielen können, wir haben immer
Freitag war immer in der zweiten Liga die Match. Samstag war Auslauf und Sonntag haben wir nicht gewusst, was wir tun, sondern sind wir jeden Sonntag sind wir spielen gegangen und da haben wir uns dann eine komplette Ausrüstung gekauft. Ich habe so weiße Nike-Schuhe mit einem gelbe Ferse, wo RF hinten drinnen steht. Also man probiert die Rücken da nur einhändig, aber es wird meistens nur Slice, weil es erschütternd ist. Und dann habe ich jetzt ja jahrelang so einen Nike-Vertrag gehabt und da habe ich mir dann einfach immer so Tennis-Sachen einfach bestellt, so Hosen und Polos und okay. Also ich könnte für Wimbledon auch mal auftreten, weil ich einmal mir ganz in weiß alles bestellt habe. Echt? Das ist geil. Ja, ich habe mir auch vom Federer diese Bomberjacke da bestellt, dass ich auf den Court gehe mit der Jacke und dann ziehe ich es aus, also ich habe komplett übertrieben. Also optisch bin ich Nike ausgestattet, brutal, da glaubt man, da kommt ein Weltklasse-Spieler rüber, aber es ist dann bei weitem nicht so, also sonst, ja. Nein, also ich kann mal einen Schläger von mir geben, kannst du mal testen, ob er da taugt. Ja, was macht sie mit euren ganzen Alten? Ich habe mal gelesen, es werden die Rahmen hat man, aber die Seiten werden austauscht, aber wie oft wechselt man die oder wie kann man sich das vorstellen? Ich wechsle alle 3-4 Monate einen Schläger. Also ich kriege alle 3-4 Monate 6 neue Schläger. Weil er kaputt ist oder einfach? Ja, spielt einfach. Also du siehst auf der Seite dann schon ein bisschen beim Rahmen, dass er sich die Farbe schon runtergeht, weißt du, beim Slice, wenn du immer am Hardcore streifst. Wenn du dann auf den Boden haust, okay. Und durchs viele Bespannen wird der Rahmen ein bisschen weicher, die Ösenbänder oben, wo es die Seiten rein tust, lösen sich schon ein bisschen auf. Also nach maximal 3-4 Monaten wechsle ich da immer. Okay. Das müsst ihr aber, da habt ihr wahrscheinlich Männer, die was das machen, oder muss du das selber machen, bespannen, oder? Nein. Also ich kriege immer von Head die Schläger zugeschickt und dann haben wir einen Bespanner bei uns, der bespannt mir die Schläger. Das war's. Also du hast Lotto-Ausrüstung quasi Körper, aber Schläger ist Head. Ja, genau. Okay, sehr cool. Ja, also wenn einmal so ein Schläger überbleibt, gell? Ja, ich hab Nimm ihn sehr gern. Wir werden auch nicht versteigern. Ich werde spielen. Kann ich dir anbieten, machen wir ein Tauschgeschäft, kriegst du Adidas-Schuhe von uns? Ja. Was für Schuhgröße hast du? Tennisschuhe 44. Fußballschuhe? Ich habe mir jetzt ja neue Lotto-Schuhe bestellt für unsere Challenge. Ja. Fußballschuhe. Und die habe ich in 43 bestellt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ein bisschen enger. Und da passe ich gar nicht rein. Also ist immer viel zu klein. Ja, weil ich habe 43 ein Drittel bei Adidas. Also wenn der genau meiner passt, kannst du meinen und sonst kriegst du einen anderen Adidas von uns. Dann machen wir einen Tausch. Vielleicht bei der Challenge tauschen wir. Ja, viel Lust wir machen, ja. Und dann machen wir einen Tausch und dann sind wir beide glücklich. Ja, fix, das machen wir. Vielleicht kriege ich dann auch so einen über 200 Aufschlag auch mal mit dem Schläger. Ja, aber vielleicht merkst du auch einen Unterschied. Bin gespannt. Das interessiert mich schon, ob du da was spürst. Also, ich werde es dann nachher berichten, aber ich kann es mir jetzt so selten wie ich spiele und so allein wie ich bin, kann ich es mir einfach nicht. Also ihr Profis werdet wahrscheinlich einen Riesenunterschied merken von eurem Schläger, so wie wir einen Riesenunterschied bei den Fußballspuren wahrscheinlich merken werden. Ja. Aber so ein Laie jetzt, ich kann mir das. Wie gesagt, der Verkäufer damals hat mir den gegeben und gesagt, ja, spielt noch mal ein paar Mal und dann gib Bescheid und sonst können wir tauschen, sage ich. Ja, okay, aber ich habe dann ein, zweimal gespielt und das hat mir passt. Also ja, bin gespannt, gebe ich da auf jeden Fall einen, ja. Freue mich schon drauf, sehr cool.